Ja, doch. Unsere Zwerge machen sich langsam. Antomata. Weißt du, wo? Achso, der Geist da oben. Ja. Da brauchen wir echt noch ein bisschen mehr Ausrüstung. Nur um noch mehr sicher zu gehen. Und dann räumen wir einfach mal die ganze Karte auf. Also wir bringen den Beholder um, wir bringen die Grillen hier unten um für mehr Bauland und so weiter und so weiter. Und dann kommen wir hoffentlich auch bald an die Ressourcen ran, die wir brauchen, um das Portal zu bauen. Als da wäre... Wo sind die Dinger? Rüstung? Nein, hier bestimmt. Nein, hier. Okay. Schwarzer Diamant, grüner Diamant. Wir haben, glaube ich, noch keinen einzigen Diamanten gefunden. Blauer Diamant, roter Diamant, grüner Diamant, blauer Diamant. Also ja, Diamanten brauchen wir. Viele, viele Diamanten. Wir haben echt keinen, ne? Nö. Warum auch? Aber ja. Da. Stoff hergestellt. Was haben wir als nächstes? Flasche. Glas. Kohle. Flasche hergestellt. Nächstes. Ich würde mich ganz gerne mal den Forschungstree einigermaßen weit voranbekommen. Lebenstrank. Oh, wow, das klingt sehr gut. Wie sind wir an Wurzeln gekommen? Das weiß ich so gerade gar nicht. Warte mal. Die Wurzel mancher Pflanzen eignen sich als Zutat für Tränke oder als Gewürz. Ja, das ist ziemlich vage. Manche Pflanzen. Und mal wieder Wasser. So, zweimal Wasser. So, und wie benutzen wir dich jetzt? Durch Hexenkessel, ja. Müssen wir das benutzen? Müssen wir es den Zwergen in die Hand drücken? Oder? Ausrüsten? Ja, vielleicht. Okay, erstmal herstellen lassen. Du brauchst die Fackeln. Die wir gleich mal aufstellen wollen. Die schlafen müssen, schlafen. Genau, du bist tot. Wir brauchen Wasser. Entferne Baumstammbrücke? Nein. Nein. Ihr sollt Wasser da rausholen. Und ich hätte gerne einen neuen Stein. Stein. Haben nur 16 Steine. Mau. Oh, na gut. So, Laterne ist fertig. Oder Lampe. Oh, können wir die einfach so überall auf dem Boden legen? Ja, oh, sehr schön. Hast du mal praktisch. Ich hatte doch vorher mal gemeckert, dass man die Lampen und die Fackeln nur an Wände ranpappen kann. Die hier kann man auch ohne Hintergrund hinstellen. Also gerade vor der Haustür recht praktisch. Du kommst nicht nach Hause? Dann sammle doch einfach das Ding da. Und das Ding da. Danach kannst du den Dörter auch gleich entfernen. Der sollte nämlich auch langsam weg. Bau Laterne, jo. Eine Minenlampe? Okay. Klingt interessant. Ich hätte mir eher einen Helm vorgestellt mit so einem kleinen Düngel drauf, aber das da, okay. Info. Die Minenlampe ist eine einfache Lampe, die gut für den Einsatz in Minen geeignet ist. Also können Sie die tragen? Das wäre schick, aber irgendwie wäre das zu praktisch, ne? Was macht ihr? Ihr sammelt Wasser ein? Ja, gut. Fischen. Ich will nicht fischen. Wir haben noch genug Essen. Oh, Essen haben wir noch nicht so viel. Du darauf. Nom 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 nom. Nom 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 nom. So. Du kannst weg, du kannst weg. Diamanten.
Wo zum Geier finde ich Diamanten? Wahrscheinlich ganz, ganz, ganz unten. Da ist eine Spinne. In 46 Minuten kommt die nächste Welle. Was sagen unsere Zwerge? Du, geh mal schlafen. Du, geh mal schlafen. Du, geh mal schlafen. Du bist voll. Du bist noch okay. Du schläfst. Du gehst bitte auch schlafen. Dreifache Geschwindigkeit. Oder zweifache. Raus. Ich hätte nämlich gerne, dass die Zwerge ein bisschen ausgeruht sind. Und dann gehen wir auf der Suche nach Beute, Opfer und Diamanten. Oh, wir sind kurz vor Stufe 8. Das ist auch schön. Kriegen wir einen neuen Zwerg. Mana-Trank. Das da. Das. Das. Knochen. Grauer Pilz. Und die da. Nein. Wenn ich immer wieder verklicken muss. So, also nochmal. Du, da, du, da, du, da, du, da, du, da. So. Mana-Tank. Der wird bestimmt nicht viel Zwerge sein, der ist für uns. Schließen. Ein Komfortbett. Zwei Stück Stoff. Und wenn ein Komfortbett kein Komfort gibt, dann weiß ich auch nicht mehr. Du, dahin. Ja, Komfort 5. Ah, das ist ordentlich. Müsste nur eigentlich einen der Zwerge mal rausschmeißen. Also das da. Entferne einfach das Bett. Heiltränke werden abtransportiert, sehr gut. Bett ist weg. Bett ist... Wo läufst du mit dem Bett hin? Zwerg! Was zur Hölle machst du da? In unserem Bett. Genau. Geh da hin mit dem Bett und geh wieder zurück. WTF? Er macht das Gleiche. Geht erstmal raus. Bleib stehen, dreht sich um und geht wieder weg. Tür zu. Da geht keiner mehr raus. Ihr seid sehr, sehr komisch, Zwerge. So, tolles Bett. Bitte dahin. Der Rest hat nichts zu tun. Okay, einfache Geschwindigkeit. Wenn wir nichts zu tun haben, können wir doch mal hier... einen Schacht bauen. Das jetzt zu unseren Grillen führt. Wir sollten ihn vielleicht ein bisschen steiler machen. Also so. Damit wir da unten hinkommen. Wo auch immer da unten ist. Und dazu muss die Tür wieder auf. Ja. Da, chop chop. Kriegt auch ein Portal hin. Da so hin. Jungs. Jungs. Ernsthaft? Genau, machen wir alles von Hand, wenn der da nicht helfen will. Hops. Das Ganze doppelter Geschwindigkeit. Warum, warum? Da. Genau. Okay, jetzt scheint er damit helfen zu wollen. Wenn einer anfängt, machen alle damit. Das ist okay. Wie viel haben wir denn? Eins, zwei. Ich würde gerne aufstellen, dass sie durchgehend alles abtransportieren. Dass wir wirklich 7 Zwerge hier haben, die durchgehend nur buddeln. Und dann auch gemeinsam da durchbrechen. Aber das klappt anscheinend nicht. Oh, da ist eine Grille. Es sind ein paar mehr Grillen. Und ein Zwerg. Ich glaube, ich sollte gleich mit dem Sammelhorn-Zauber sprechen. Genau, kommt alle hierher. Bringt Grillen um. Nein, 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 nein. Weglaufen, verdammt! Die backen wieder alle fest. Kommt hier hin. Alle hier hin. Dann mache ich das doofe Ding da weg und dann fällst du runter, hoffentlich.
Das ist cool. Also, dass sie auf der Fahne warten. Nee, auf dem Sandblock. Und du warst schon halb tot, okay. Einfach. Ja, flieh. Und du bist jetzt auch weg, okay. Damit hätten wir das Zirpen in unserem Haus endlich wegbekommen. Portal. Das hier alles weg. Wo sind unsere Scaffoldings? Da. So, und das bauen wir alles hier so um, dass wir daraus noch einen Wohnraum machen können. Das könnte eine Weile dauern. Also wieder dreifach. Wir haben ein Zwerg verloren. Nee. Aber na gut. Das sind ja alles nur einmal Bedrohungen. Da ist es egal, wie viel wir verlieren. Also nicht wirklich egal. Es ist immer schade um die Zwerge, aber es ist nicht ganz so schlimm. Wir haben jetzt ja mehr als genug Zeit, das Ganze zu erholen. Und wir haben gleich eh ein neues Zwerg. Dann sollten wir uns echt mal wieder daran konzentrieren, bessere Rüstung zu bauen und mehr Waffen und mehr Ausrüstung und so weiter. So, Licht. Scaffolding ohne Ende. Das hier alles weg. Und dann muss hier ein Boden eingezogen werden, ne? Ja, so hier. Ja, später. So, das da noch weg. Das da weg. Da und da. Später. So. Auch wenn ich noch gar nicht weiß, was ich hier reinpacken kann, aber wir finden schon was. So. Den Gang können wir später auch noch zumachen. Ich frage mich gerade, wo die Diamanten herkommen. Also vielleicht kriegen wir auch manchmal, wenn wir die Kristalle hier abbauen, da Diamanten raus. Wobei die echt immer gleich aussehen. Und zwar Quarz und Nadelkristall. Also nee, wir müssen einfach ganz tief irgendwo runtergraben. Oder einfach hinlaufen. Aber wir können einfach mal so ein Zwerg nehmen. Kontrolle übernehmen. Und in den Tiefen graben. Kann doch nichts schief gehen. Lalala. Oh, Skillbuch. Okay. Okay, du kannst... Wow. Wie hast du das denn gemacht? Der kann ein Feld unter sich abbauen. Das kann man doch bestimmt irgendwie ausnutzen. Nicht, dass man es sollte, aber man könnte. Bevölkerung gewachsen. Oh, hier ist schön viel Eisen. Da unten funkelt's. Was bist du? Symmetrie? Oder vielleicht ist das ein random Diamant-Cluster? Ich kenne die ganzen Ressourcen noch nicht so wirklich. Der Boden sieht auch interessant aus. Also das Hintergrundgestein. Ich gehe einfach mal schon weiter runter. Oh, stopp. Da war was Pinkes bei. Das könnten wirklich Diamanten sein. Also ein Cluster von Diamanten, wo zufällige Diamanten rauskommen, wenn man sie abbaut. Das ist bestimmt so ein roter. Das da eventuell ein blauer. Ja, sehr schön. Hier bauen wir mal alle ab. Und ich höre neue Grillen. Du kriegst auch gleich ein Portal hier hin. Die Sache einsammeln kannst, auch wenn ich nicht weiß, wie du einsammelst, wenn ich die steuere. Also befreie ich dich mal. Genau, bring die Diamanten nach Hause. Wir sollten hier unbedingt ein Warnschild hinmachen. Nicht hier runter stolpern, das könnte wehtun. Hier ist überall noch Zeug. Okay, hier auch noch ein Portal hin. Oben wird's Nacht. Wo läufst du schon wieder hin? Ah ja, hier. Das Dirt sollte auch noch weg. Wasser brauchen wir auch. Nimm, Essen ist noch da.
brauche neues Licht hier. Die Schnecke kann da bleiben. So, das hier soll alles weg. Soll ja später mal ein Wohnraum werden. Oder sowas in der Richtung. Du kannst weg. Was war das? Was war das? Das war komisch. Ich glaube, hier versucht irgendwas durchzubrechen. Das ist ein mulmiges Gefühl. Erinnere mich ein bisschen an Dungeon Keeper damals. Wo der Feind auch sich in seinen eigenen Dungeon, also in unseren Dungeon sich reingraben hat. Aber jetzt hat sich das wohl beruhigt. Sehr komisch. Kann auch ein Bug gewesen sein, aber wenn ja, war es ein cooler. So, Lager. Haben wir jetzt Diamanten? Nö. Ist der Zwerg vielleicht noch unterwegs? Mit Diamanten auf dem Rücken? Nö. Ich sehe nirgendwo ein Zwerg mit Diamanten auf dem Rücken. Schade. Na gut, der muss nur lange genug laufen, dann wird er irgendwann... Hier schon wieder dicht. Wird er irgendwann hier einsammeln. Das ist schon wieder. Oh, vielleicht gehen die Diamanten kaputt mit der Zeit, wenn sie zu lange auf dem Boden liegen. Macht absolut keinen Sinn, aber das könnte so sein. Genau, kommt mal alle runter hier. Macht die wichtigen Aufgaben zuerst. Genau, nicht Diamanten einsammeln, nein. Lianen absäbeln. Aber was meinst du schon immer in den Kommentaren, dass wahrscheinlich erst die Aufträge gemacht werden, die am nächsten dran sind an der Basis. Oder am Totem, meinst du beiden? Du säbelst dich jetzt da durch, oder? Ja. So, jetzt nehmt die Diamanten mit. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Sie haben alles zugemüllt mit ihren Lianen-Dingern da. Geht doch durch das Portal. Ich müsste nicht immer zu Fuß laufen. Ihr seid komisch. Ja, genau. Sammelt das Dreck ein. Wir haben so wenig Dreck. Das ist eine ganz schöne Idee. Du trägst noch gar... Ah, genau, Dreck. Sammelt die Diamanten ein. Die war mich doch veräppeln. Zufällig irgendjemand schon einen mitgenommen? Aha, grüner... Grün? Okay, grüner Diamant. Also diese funkelnden Cluster mit ganz kleinen Pünktchen, das sind Diamantencluster. Und da kann random Diamant drin sein. Da also auch. Da. Das heißt, das Portal ist nicht mehr weit, würde ich sagen. Und wir machen jetzt eine kleine Pause. Also bis gleich.